Bei den offenen englischen Tennismeisterschaften in Wimbledon haben die Titelverteidiger Steffi Graf und Boris Becker die dritte Runde erreicht. Die Weltranglisten-Erste besiegte die Amerikanerin Meredith McGrath mit 6:3, 6:0. Der Weltranglisten-Zweite setzte sich gegen den Australier Wally Mazur mit 6:7, 6:2, 6:3 und 6:2 durch. Steffi Graf trifft jetzt auf Claudia Kohde-Kilsch, die Amerikanerin Donna Faber in zwei Sätzen bezwang. Die dritte Runde hat bei den Männern auch Michael Stich erreicht. Steffi Graf hat heute überraschend ihre Zusage, im Juli an der Mannschaftsweltmeisterschaft der Damen in Atlanta teilzunehmen, wieder zurückgezogen. Der Deutsche Tennisbund erklärte dazu, ihre Entscheidung wieder respektiert. Eine Begründung für die Absage wurde nicht angegeben. Steffi Graf und Boris Becker haben in Wimbledon das Achtelfinale erreicht. Die Weltranglisten-Erste gewann gegen Claudia Kohde-Kilsch in zwei Sätzen. Becker schlug in vier Sätzen den Amerikaner Dan Goldie und trifft jetzt auf den Australier Pat Cash. Steffi Graf und Boris Becker haben beim Tennisturnier von Wimbledon das Viertelfinale erreicht. Die Weltranglisten-Erste, die sichtlich durch eine Erkältung behindert war, gewann gegen die 14-jährige Amerikanerin Jennifer Capriati in zwei Sätzen. Boris Becker schlug den Australier Pat Cash in drei Sätzen. Graf steht im Halbfinale des Tennisturniers in Wimbledon. Die Titelverteidigerin besiegte heute Jana Novotná aus der Tschechoslowakei mit 7:5 und 6:2. Ihre Gegnerin am Donnerstag ist die Amerikanerin Zina Garrison, die sich überraschend in drei Sätzen gegen die Jugoslawin Monika Seles durchsetzte. Boris Becker hat beim Tennisturnier von Wimbledon das Halbfinale erreicht. Er gewann gegen den Amerikaner Brett Gilbert glatt in drei Sätzen. Titelverteidigerin Steffi Graf hat in Wimbledon das Halbfinale gegen die Amerikanerin Zina Garrison mit 3:6, 6:3 und 4:6 verloren. Steffi Graf, Siegerin der beiden letzten Jahre in Wimbledon, verlor bei einem Zwischenstand von 1:1 im dritten Satz zum vierten Mal ein Aufschlagspiel. Die 26-jährige Zina Garrison aus Houston in Texas, die in der Runde zuvor gegen Monika Seles einen Matchball abwehrte, spielte taktisch klug, variabel, mit vielen Tempowechseln und mit einer Mischung aus Grundlinien und Angriffstennis. Steffi Graf konnte das Spiel nie so dominieren, wie man das häufig von ihr gesehen hat. Sie blieb unter ihren Möglichkeiten und unterlag einer heute besseren Spielerin. Nach 2 Stunden und 4 Minuten, erster Matchball für Zina Garrison. Und mit einem Ass verwandelt die 26-Jährige die erste Möglichkeit, die damit zum ersten Mal in ihrer Laufbahn in einem Grand-Slam-Finale steht und dort auf Martina Navratilova treffen wird. Das Endspiel in Wimbledon bestreiten am Sonntag, wie schon in den vergangenen beiden Jahren, Boris Becker und der Schwede Stefan Edberg. Becker gewann am Abend gegen den Jugoslawen Goran Ivanisevic in 4 Sätzen. Edberg hatte zuvor den Tschechoslowaken Ivan Lendl ausgeschaltet. Zum 9. Mal hat Martina Navratilova das Tennisturnier in Wimbledon gewonnen. Die Amerikanerin siegte heute im Endspiel gegen Zina Garrison, ebenfalls USA, in 2 Sätzen 6:4 und 6:1. Martina Navratilova, die 33-jährige Texanerin, konnte ihrer 7 Jahre jüngeren Gegnerin gleich zu Beginn des ersten Satzes das Aufschlagspiel abnehmen und hielt diesen Vorsprung bis zu einer 5:4 Führung und hatte dann nach 38 Minuten 3 Satzbälle gegen Zina Garrison, die heute nicht an die exzellenten Leistungen der vergangenen Tage anschließen konnte, als sie ja sowohl die Weltranglistendritte Monika Seles als auch Titelverteidigerin Steffi Graf aus dem Wettbewerb werfen konnte. Mit 6:4 ging der erste Satz an die Favoritin, die dann beim Spielstand von 1:1 erneut Breakbälle hatte gegen Garrison, die ja zum ersten Mal überhaupt in ihrer Karriere ein Grand Slam Finale bestritt. 4-mal konnte die Weltranglisten-Fünfte aus Houston den erneuten Verlust ihres Aufschlagspiels verhindern, aber dann gelang Navratilova eben doch das vorentscheidende Break in diesem Finale zu einer 2:1-Führung, die von der 33-Jährigen in der Folgezeit auf 5:1 ausgebaut wurde. Die 13.000 Zuschauer auf dem Center Court sahen einige herrliche Ballwechsel, aber kein spannendes Match, wie es Steffi Graf, der Amerikanerin, sicherlich hätte liefern können. Dafür war Zina Garrison heute vielleicht etwas zu nervös und Martina Navratilova zu siegessicher. Nach 1 Stunde und 15 Minuten dann Matchball für Navratilova zum größten Triumph ihrer langen Tenniskarriere. Und dann hat sie es geschafft, schlägt Garrison mit 6:4 und 6:1, ist nun alleinige Rekordhalterin in Wimbledon mit 9 Einzeltiteln und erhält für den heutigen Sieg ein Preisgeld von $207.000.
Stefan Edberg ist der neue König von Wimbledon. Der 24-jährige Schwede schlug im Endspiel der All-England-Tennismeisterschaften Boris Becker in 5 Sätzen mit 6:2, 6:2, 3:6, 3:6 und 6:4. Das 104. Herrenfinale hier in Wimbledon war sicherlich vom Spielverlauf her eines der ungewöhnlichsten. Boris Becker verlor die beiden ersten Sätze jeweils glatt mit 2:6. Stefan Edberg sah wie der sichere Sieger aus. Doch dann wendete sich das Blatt zugunsten des Limeners, der die beiden nächsten Sätze mit jeweils 6:3 für sich entschied. Im entscheidenden 5. Durchgang hatte Becker zunächst die Nase vorne, durchbrach im 4. Spiel erneut den Aufschlag von Stefan Edberg. Doch der Schwede zeigte Nervenstärke, nahm in der Folge dem Titelverteidiger zweimal das Aufschlagspiel ab und gewann letztlich glücklich den entscheidenden Satz mit 6:4. Hier der Matchball nach einer Spielzeit von 2 Stunden und 58 Minuten. Stefan Edberg holt sich also nach 1988 zum zweiten Mal den Titel hier in Wimbledon. Bei den internationalen amerikanischen Tennismeisterschaften in Flushing Meadows gab es heute eine Riesenüberraschung. Der Weltranglistenerste, der Schwede Stefan Edberg, schied in der ersten Runde aus. Der Russe Alexander Volkov schlug Edberg mit 6:3, 7:6 und 6:2. Steffi Graf steht zum 4. Mal hintereinander im Endspiel der offenen amerikanischen Tennismeisterschaften. Sie gewann am Nachmittag in New York das Halbfinale gegen die Spanierin Arantxa Sanchez mit 6:1 und 6:2. Argentinierin Gabriela Sabatini ist Siegerin bei den internationalen amerikanischen Tennismeisterschaften in Flushing Meadow. Sie schlug gestern Abend die Titelverteidigerin Steffi Graf mit 6:2 und 7:6. Pete Sampras ist Gewinner der internationalen amerikanischen Tennismeisterschaft. Für den Sieg im Herreneinzel der US Open in New York kassierte er $350.000. Im Endspiel brauchte der 19-jährige Kalifornier vergangene Nacht nur knapp 1/3 Stunden, um seinen Landsmann, den ein Jahr jüngeren Becker-Bezwinger Agassi, klar mit 6:4, 6:3 und 6:2 zu schlagen. Sampras, 12. der Weltrangliste, stand zum ersten Mal im Finale eines Grand-Slam-Turniers. Verlierer Agassi sagte nach dem Spiel, seine Bälle waren einfach zu schnell. Aus Frankfurt nun die Wertung. Steffi Graf hat das internationale Tennisturnier in Leipzig gewonnen. Vor fast 8000 Zuschauern schlug sie im Endspiel die Spanierin Arantxa Sanchez in 2 Sätzen 6:1 und 6:1. Es war ihr 51. Grand Prix-Sieg. Ihr Preisgeld von $45.000 schenkte Steffi Graf dem dortigen Tennisverband. Boris Becker hat durch einen Zweisatz-Sieg über den Australier Todd Woodbridge das morgige Finale der australischen Hallentennismeisterschaften in Sydney erreicht. Sein Gegner ist der Weltranglistenerste Stefan Edberg, der Ivan Lendl in 3 Sätzen schlug. Im Kampf um den Tennisthron ist Boris Becker Stefan Edberg etwas näher gerückt. Becker besiegte im Finale der mit $1 Million dotierten australischen Hallentennismeisterschaften in Sydney den Schweden mit 7:6, 6:4 und 6:4. Edberg lief den Bällen des Deutschen oft hinterher und verlor in entscheidenden Situationen sein Aufschlagspiel. Nach 2,5 Stunden reichte dem 21-jährigen Limener der erste Matchball zum Sieg, den er ausgiebig mit Champagner begoss. Das Tennis-Masters-Turnier der Damen in Essen gewann erwartungsgemäß die Weltranglisten-Zweite Martina Navratilova. In nur 49 Minuten kam sie im Finale zu einem 6:2, 6:1 Erfolg über die Tschechoslowakin Jana Novotná. Die Weltranglisten-Erste Steffi Graf hatte wegen einer Erkrankung ihre Teilnahme am Turnier abgesagt. Steffi Graf und Boris Becker haben die Endspiele der Tennisturniere von Brighton und Stockholm erzielt. Steffi Graf trifft morgen auf die Tschechoslowakin Helena Suková. In Stockholm entscheidet sich zur Stunde, wer der Finalgegner von Boris Becker sein wird. Der Schwede Stefan Edberg oder Alexander Volkov aus der Sowjetunion. Steffi Graf hat heute das Tennisturnier von Brighton gewonnen. Sie kam zu einem 7:5, 6:3 Erfolg über Helena Suková aus der CSFR und holte sich damit schon zum 4. Mal den Titel des Turniers in dem englischen Seebad. Auch Boris Becker kam heute zu einem Turniererfolg und zwar in Stockholm. Er gewann in knapp 2 Stunden gegen den Weltranglisten-Ersten Stefan Edberg mit 6:4, 6:0 und 6:3. Becker hat damit bei dem Turnier keinen einzigen Satz abgegeben.
Für Boris Becker war das Finale im Tennisturnier von Paris heute frühzeitig zu Ende. Gegen den Weltranglisten-Ersten Stefan Edberg aus Schweden musste er im ersten Satz beim Stand von 3:3 abbrechen. Der Grund: eine Verletzung im linken Oberschenkel, möglicherweise ein Riss. Der Versuch Beckers, den Schweden vom Spitzenplatz in der Weltrangliste zu verdrängen, ist damit vorerst gescheitert. Boris Becker ist beim ATP-Finale in Frankfurt ausgeschieden. Im Halbfinale verlor er heute gegen den Amerikaner Andre Agassi nach sehr schwachem Spiel 2:6 und 4:6. Endspielgegner von Agassi in dem mit 2 Millionen Dollar dotierten Turnier wird entweder Ivan Lendl oder Stefan Edberg sein. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen.